Willkommen zurück zu Astellia mit unserer gelernten Eowyn. Und wir starten gleich weiter mit der Hauptstory. Ich habe es bereits zwei Nebenquests noch abgegeben, musste da ja in der letzten Folge hin und her reisen, habe gesagt, ich mache das offscreen, das habe ich erledigt. Ihr seht, wir haben jetzt wirklich nur noch die Hauptstory im Moment offen. Da bist du wieder, Astellianer. Hast du mir etwas mitgebracht? Hier ist es, eine Kugel, die ich unter der alten Statue gefunden habe. Was ist das eigentlich? Laut der Aufzeichnung, die ich durchgegangen bin, handelt es sich um die Kugel des Eindrucks, einen Schlüssel, der die Kontrolle über die Kolosse in Arauwald ermöglicht. Im Wald sollte es nahe dem Vollmondmarkt eine Statue geben, die auf die Kugel des Eindrucks reagiert. Du kannst die Kontrolle über die Kolosse erlangen, wenn du diese Kugel benutzt. Vielleicht sogar über ihren Anführer, den Centurio. Sehr interessant. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Ob wir das hinbekommen. Mittlerweile Stufe 13. Bin ich vorhin gerade geworden, als ich die zwei Nebenquests noch abgegeben habe. Ab Stufe 15 möchte ich dann wirklich regelmäßig auch so ein bisschen die Dungeons laufen. Das gibt dann erst eine natürlich, die wir offiziell dann ab Level 15 die Rutlas-Höhle gehen können, solo. Da ist, glaube ich, eine Quest. Wir nehmen es mal mit, wenn es gerade so auf dem Weg ist. Du hast sogar zwei Quests. Die nehmen wir mit. So. Ich glaube, sonst haben wir... Ja, hast du gleich hier. Auch gleich noch bei der Story-Quest. So. Du musst sterben, haben die gesagt. Da freue ich mich. Die Instanzen, dann auch natürlich auf den Loot. Hoffentlich auf Astels. Das ist natürlich was... Da muss ich dann auch so ein bisschen jetzt gucken, dass ich die Astels dann auch anfange zu sortieren. Jetzt, ja, mit vier Stück ist es noch übersichtlich, aber später ist es dann schon wichtig, dass wir da den Überblick behalten werden. So, hier ist diese Statue. Ungültiger Eintrag entdeckt. Ah! Okay, jetzt bin ich erschrocken. What? Was soll denn das? Mann, ihr habt mich erschreckt, Mensch. Schien erst noch nicht zu funktionieren. Dachte ich schon, ist jetzt kaputt. Okay. Oh. Oh. Gras. Nehmen wir auch mit. Werden wir diese Kugel in die zweite Statue einsetzen müssen. Und eben, wie gesagt, also so, wenn das jetzt so läuft hier mit Nebenquests, die eh auf dem Weg liegen, wären wir ja blöd, wenn wir das nicht machen würden. Wir nehmen nur alles mit. Kämpfen uns da durch. Da lag es uns zu Füßen. Ich werde dann auch, sobald wir da ein bisschen mehr Mats gesammelt haben, eigentlich sprich jetzt für unseren Beruf, also Sammelberuf haben wir ja die Kräutersammlung. Werde ich dann auch mal sicher eine Folge machen, wo wir das mit den Berufen ein bisschen genauer angucken. Aber ich denke im Moment, da müssten wir fast zu viel dazu kaufen noch, um die zu leveln. Wir werden jetzt noch so ein bisschen spielen, mal gucken, wie sich da unser Lager füllt, wenn ich jetzt hier mir Mühe gebe und wirklich vieles versuche zu sammeln. Ja, du bist auch gerade fällig. Und dass wir dann vielleicht in Frell werden wir dann hinkommen. Ich denke jetzt dann schon, vielleicht mit dir in der nächsten Folge wird Frell dann ein Thema. Das ist eine größere Hauptstadt oder Stadt.
Hauptstadt vielleicht nicht gerade. Aber die hat jedenfalls bei mir beim Schützen lange eine große Rolle gespielt. Also ja, da war ich lange gebunden an diese Stadt, weil eben da auch ein Auktionshaus war. Also wir konnten da alles machen. Und die hatte ich lange als meine Heimatstadt dann. Und eben auch gecraftet. Das sind die Händler gleich, die uns das nötige Herstellungsmaterial verkaufen. Oh, okay. Das war so nicht geplant. Bärchen. Bärchen, Bärchen. So, suchen wir mal diese Statue. Oh, da unten ist noch Glas, das wir mitnehmen können. Ich glaube, dass, also das mit dem Asper habe ich ja auch schon erklärt. Ich hatte, das Asper ist die Ingame-Währung. Also andere sagen ja Gold oder was auch immer. Kommt es da auch wer? Nicht. Jetzt war ich vorbereitet, dass es knallt. Nein, dann kommt niemand. Gras. Aber erst gehen wir das mit der Statue machen. Setz die Kugel in die dritte Statue. Wow, we made it work. Ich erwarte deinen Befehl, Besitzer der Kugel. Ein Centurio kämpft an der Seite von Dämonen gegen Menschen. Ich, Rota des Zahnrads, treue Ergebene des Astalianes, befehle dir, sag mir, wie ich diesen Centurio aufhalten kann. Erfüllung nicht möglich. Der angreifende Centurio folgt einer anderen Befehlsstruktur. Du hast keine Berechtigung, auf die Kugel zuzugreifen. Es wird schwer, Orias Centurio von hier aus fernzusteuern. Ich stelle dir eine andere Frage. Ich habe gehört, dass es irgendwo in Rakferant eine inaktive Centurio gibt. Einen inaktiven Centurio gibt. Wo befindet er sich? Dem Centurio wurde befohlen, sich von den Gefahren der Natur abzuschirmen. Der Astalianer, der ihm diesen Befehl gab, hat den anderen Kolossen befohlen, keine Aufzeichnungen zu dessen Aufenthaltsort zu speichern. Das hat ja wahnsinnig viel gebracht jetzt. Wir sind ja auf der Suche nach einem Koloss, der ja noch nett sein soll, der uns im Kampf gegen eben diese bösen Kolosse, die da unter dem Baum stehen, helfen könnte. Den müssen wir finden, aber diese Information war jetzt nicht gerade vielversprechend, die wir da erhalten haben. Mal schauen. Gehen wir mal zurück. Vielleicht gibt es da noch weitere Informationen. Da ist doch mal Gras. Eben was wegen den Berufen. Ich sag's, glaube ich, schon in jeder Folge. Ich sammle halt einfach wirklich die Sachen alle ein. Wenn ich was sehe am Straßenrand, dann biege ich kurz ab, weil ich eben meinen Sammelberuf leveln möchte, damit ich dann später im höheren Levelbereich in alles mitnehmen kann. Ein Fehler, den ich eben mit meiner Schützin gemacht hatte. Aber ich vermute, dass das auch nicht reichen wird. Also, dass wir da im Nachhinein noch so ein bisschen nachskillen müssen. So, ich gebe kurz die Nebenquest ab. Und dann werden wir gucken, was wir jetzt da wegen diesem Koloss machen müssen. Oder machen sollen. Willkommen, Astalianer. Du scheinst dich erholt zu haben, Handemar. Schön, dich zu sehen, Astalianer. Wie lief es an der alten Statue? Du konntest mit der Kugel des Eindrucks keine Kontrolle über Eurias Centurio erlangen. Aber wie Romur gesagt hat, gibt es irgendwo einen weiteren Centurio. Offenbar hatte Astalianer den Centurio damals sehr gut versteckt. Diese Person muss gedacht haben, dass er eine Gefahr darstellen könnte. Wir kommen nicht weiter. Ich weiß nicht, wo wir suchen sollen. Die Priester Felis und Beta...
Bethtail sollten sich am Blitzspeer-Außenposten aufhalten. Sie müssten wissen, wie man Eurias Centuria ein Ende setzen kann. Priester Felis und Bethtail? Wer ist das? Sie müssen doch etwas wissen. Sie sind immerhin Experten auf dem Gebiet der Kolosse. Und in diesem Feld sind Centurionen von größtem Interesse. Sie haben sich hier niedergelassen, weil sie glauben, dass es hier irgendwo einen Centurio gibt. Das Problem ist nur, dass die Priester etwas exzentrisch sind. Ich habe eine Idee. Priester Felis hat tatsächlich etwas von den Rittern verlangt. Er wollte, dass wir uns um die dämonischen Vorhutkämpfer kümmern, die seine Ausgrabungen des Kolosses stören. Wenn wir die Dämonenvorhut ausschalten und bei der Ausgrabung helfen, wird uns Priester Felis sicher Informationen zu den Kolossen geben, oder? Das erscheint mir durchaus möglich. Also los! Alles klar. Jetzt werde ich kurz noch... dass wir da nicht plötzlich volle Taschen haben. So viel habe ich zwar nicht gesammelt, aber trotzdem, plötzlich geht es dann schnell. Haben wir hier noch eine Gemischtwaren? Genau, hier. Kurz noch das überflüssige Zeugs verkaufen. Dankeschön. Da ist auch noch gut, ne? Also. Alles klar. Lose geht's. Dann werden wir diese Vorhutkämpfer mal aufspüren. Vielleicht werden wir durch das dann an die Informationen gelangen. Nein, jetzt habe ich den schon wieder. Du bist hartnäckig, dich habe ich vorhin schon getötet. Ich will nur zu meinem Gras. So. Das nehmen wir auch gleich mit. Ich denke, dass wir das so machen, dass wir da eine Folge dann machen, eben gerade was Frell betrifft, wenn wir dort sind. Wenn ich dann genug Mats habe, schon mal etwas mit dem Berufen und dann kann ich euch auch mal zeigen, wie man Sachen ins Auktionshaus einstellt. Und also beim Jäger hat das ziemlich gut geklappt. Auch so eben Mats, das zum Kochen benötigt wurde. Obschon ich das auch selbst dann gerne leveln möchte mit ihr. Das ist ziemlich aufwendig. Hat sich natürlich sehr gut verkauft. So, also jetzt müssen wir hier so ein bisschen. Hatte der nicht. Der hat einen Begleiter dabei, genau. Hund. Gleich mit hier. Schon wieder da. Was seid ihr ja alle? Guten Tag. Kämpfen wir mal durch. Brauchen euch. Ja, ja, schießt du auf mich. Na, noch einer. Da ist so ein Einzelner.
Nein! Nimm den anderen! Nimm's weg! Nimm das blöde Vieh weg! Dass ich da selbst nicht noch drauf gehe. So. Besiege Schwarzherz Barmas. Die Namen ist immer so. Ah, da ist sie. Hallöchen! Dich müssen wir töten. Du bleib. Ja, die hat ein paar Pünktchen Leben. The demons must be making their move now. Geschafft. Haha, begib dich zum Blitzspeer-Außenposten. Genau, machen wir. Wie es da weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge von Astellia. Schön wart ihr mit dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.